Der Stadt Pößneck ist es gelungen, die Sicherung des monumentalen Wandgemäldes Tischsitten im Wandel der Zeit des Jenaer Künstlers Klaus Hermes aus dem Gebäude der ehemaligen Wohngebietsgaststätte Kosmos in die Wege zu leiten. Das Wandbild entstand im Jahr 1978. Mit Unterstützung der Thüringer Staatskanzlei und der Stadt Pößneck konnte das Wandgemälde restauriert und in der Schätthalle an seinem neuen Platz wieder installiert werden. Herzlich willkommen heute zu diesem doch besonderen Ereignis, was, denke ich, nicht alltäglich ist und ich in meiner Bürgermeisterkarriere auch das erste Mal erleben darf, dass wir ein Bild praktisch wieder der Öffentlichkeit zurückgeben. Es ist überaus erfreulich, dass das Wandbild nun wieder an einem geselligen Ort, wo Leute zusammenkommen, um es in Augenschein zu nehmen und darüber zu sprechen, angebracht ist. Im eigentlichen Sinne ist, wie wir schon gesagt haben, es keine Wandmalerei, sondern eher ein Tafelbild. Ich würde es als Hybrid bezeichnen, da es nicht direkt baugebunden ist. Die Malerei ist auf Hartfaserplatten aufgebracht, zwar nicht direkt mobil angelegt, aber eben auch nicht fest mit dem Bauwerk verbunden. Das hat die Arbeit der Bergung natürlich ungemein erleichtert. Da aber die Tür fehlt, um das Bild komplett wiederherzustellen, gibt es hier noch einen Aufruf. Wer die Tür gesehen hat oder selbst zu Hause noch stehen hat, bringt sie bitte ins Museum 642. Mit einer Strafe muss nicht gerechnet werden, da sie dringend zur Fertigstellung des Wandgemäldes gebraucht wird. Wolfgang Kleindienst im Stadtrat der Stadt Pößneck würde sogar einen kleinen Finderlohn bezahlen. Hinter mir sehen Sie das Wandbild Tischsitten im Wandel der Zeiten des Künstlers Klaus Hermes. Es besteht aus 8 sozusagen Bildfolgen und wurde aus dem Kosmos-Gaststättenkomplex geborgen hier in Pößneck und auch sichergestellt, denn in einem Monat wird der Gaststättenkomplex abgerissen. Und die Initiative für diese Sicherung oder ja sozusagen auch Restaurierung des Werkes, den Erhalt des Werkes, gab die Künstler. Sozusagen Frau Regina Hermes, die hier 2019 schon bei der Stadt angefragt hat, ob dieses Werk nicht einfach für die Stadt erhalten bleibt, weil auch viele Erinnerungen der Pößnecker dranhängen und sozusagen auch einen ideellen Wert hat. Vor diesem Wandgemälde haben sehr viele Schulkinder gespeist. Es musste sehr klar verständlich sein. Es ist so eine Art Zeitreise, die uns entführt von der Antike bis ins Jahr 1998, nämlich genauer zu dem Tag, an dem Sigmund Jähn ins All geflogen ist und damit als erster Deutscher und auch als erster Bürger sozusagen der DDR im All mit der Soyuz 31 dort ankam. Das Wandbild, das freut uns sehr, dass wir das so gut sichern konnten, auch restaurieren lassen konnten durch den Restaurator Martin Fliedner, der hier sehr gute Arbeit geleistet hat, wo wir auch Fehlstellen sozusagen kenntlich machen, die sich ergeben haben durch zum Beispiel das Fehlen einer Tür oder auch Ortsspezifika, wie zum Beispiel Temperaturmessgeräte, die noch zu sehen sind, wo man einfach noch diese Ortsverbundenheit fühlen kann. Wir freuen uns sehr, dass es der Stadt gelungen ist, mit Hilfe natürlich auch von den Zuwendungsgebern, nämlich der Thüringer Staatskanzlei, dieses Werk hier für Pößneck zu erhalten und an einen Ort zu bringen, wo auch wieder Geselligkeit stattfindet, wo darüber gesprochen wird und es einfach viele Erinnerungen wecken wird. Also das Bild habe ich im Mitte Januar 2023 ausgebaut. Durch seine schiere Größe ist es natürlich auch eine Herausforderung. Es ist 12 Meter lang und 3,50 Meter hoch. Im oberen Bereich war es in einem ziemlich guten Zustand, im unteren Bereich durch die Gastronutzung und als Schulküche eben auch stark ramponiert. Ich habe es dann 2 Monate in meiner Werkstatt bearbeitet, gereinigt und retuschiert und dann eben hier wieder eingebaut. Hier musste die Raumschale ein bisschen angepasst werden, dass es eben wieder eingefügt werden kann.